Großeinsatz für die Flughafenfeuerwehr Frankfurt. Ein Passagierflugzeug mit mehr als 100 Menschen an Bord hat Probleme, so der Notruf. Notlandung auf der Landebahn 25 rechts. Die Maschine ist bereits im Anflug. Feuerwehr, Polizei, Notärzte, alle Retter am größten deutschen Airport sind alarmiert. Die Boeing hat Schwierigkeiten mit den Tragflächen. Im schlimmsten Fall gibt es hier gleich eine Bruchlandung. Erste Informationen kommen vom Tower. 112 Achsen und 2 Tonnen Sprit. Icing in der Luft und die Besatzung hat sich entschieden, um nach Frankfurt zurückzukehren. Harald Trümpler ist Einsatzleiter bei der größten Werkfeuerwehr Europas. Also, wir haben jetzt einen sogenannten Local Standby. Das heißt, eine angekündigte Notlage, eine Luftnotlage eines Flugzeugs. Das ist eine 737. Die haben ein Problem mit Vereisung. Und deshalb kommen sie zurück hierher zum Flughafen Frankfurt. Die Maschine ist erst vor wenigen Minuten in Frankfurt gestartet. Plötzlich leuchteten die Warnlampen im Cockpit. Wir sind jetzt in der sogenannten Standby-Position vor der Feuerwache 2. Und draußen sieht man den zweiten Löschzug, den ICAO-Löschzug. Die fahren jetzt da draußen im Start- und Landebahnsystem auf eine weitere Standby-Position und warten dann da die Landung des Flugzeugs. Da kommt sie, die 737. 112 Passagiere. Eigentlich sieht alles ganz normal aus. Ja, das lief gut. Harald Trümpler ist erleichtert. Die Feuerwehr lässt die Maschine aber nicht aus den Augen, bis zur Parkposition. Zur Sicherheit. Es kann eine gefährliche Situation sein für das Flugzeug, gerade in größerer Höhe, beziehungsweise beim Start und bei der Landung, wenn man so Wolkenschichten, feuchte Luftmassen durchquert und die Enteisung der Tragflächen nicht funktioniert. Da kann sich Eis an die Tragflächen und an die Ruder ansetzen und das kann zu einer gefährlichen Situation führen. Keine Maßnahmen von uns. Wir stimmen uns noch mit der Technik ab und lösen dann auf. Alles nochmal gut gegangen. Not- bzw. Sicherheitslandungen wie diese gehören zum Alltag am Frankfurter Flughafen. Zwei pro Woche sind normal. Es trifft zwar selten die Lufthansa, aber vor technischen Defekten kann sich keine Airline schützen. Der Pilot hat richtig reagiert. Kein Risiko, keine Gefahr für die Passagiere. Beim kleinsten Problem lieber sofort landen. Da ist die Lufthansa schon sehr streng. Sie gehört zu den sichersten Airlines der Welt, sagen die Retter. Die Passagiere steigen um in eine Ersatzmaschine. Der Löschzug rückt ab. Für Harald Trümpler aber geht's weiter. Schon wieder ein Notruf. Er hat jetzt bei dem technischen Einsatz. Beim technischen Einsatzleiter nachgefragt, ob wir frei wären für einen weiteren Einsatz. Das hat er bejaht und jetzt kriegen wir einen neuen Auftrag. Der dritte Alarm heute, innerhalb einer Stunde. 04, der erste Zug, rückt ab zum Elber. 04, verstanden. Circa 5500 Einsätze pro Jahr fahren die Retter vom Flughafen. Und damit mehr als manche Berufsfeuerwehr in einer Großstadt. Brennende Flugzeugreifen oder Bremsen, vom Feuer im Triebwerk, im Mülleimer bis hin zum Bürobrand. Fahren wir so, wie wir gesagt haben. Gefahrgut und Verkehrsunfälle. Am Airport Frankfurt geht es rund. Rechts ist gut. Weißt du was, du fährst über den Mike rein und über das Vorfeld von der Halle. Da sind wir schneller. Feuer im Terminal 1, Passagierbereich. Mehrere Brandmelder haben ausgelöst. So, dann wollen wir mal. Trümpler vermutet aber einen Fehlalarm. Wie so oft, täglich. Im Schnitt 10 Mal.
Es gibt ja auch 50.000 Brandmelder hier am Flughafen. Doch Trümplers Nase, sensibel wie ein Brandmelder, signalisiert, kein Fehlalarm, hier brennt's wohl wirklich. Riechst du, was ich rieche? Ich guck mir die Geräte noch mal an, hier vorne. Und die Mülleimer guck ich mir noch mal an. Klaus, machst du mal Mülleimer auf und guckst mal da rein? Nimm den mal auseinander. Weil der Geruch ist speziell hier vorne. Auch wenn die Männer gelassen, ja geradezu cool wirken, sie müssen hochkonzentriert sein. Eine Katastrophe wie in Düsseldorf beim Flughafenbrand 1996 mit 17 Toten will hier keiner riskieren. Da kommen wir lieber umsonst als zu spät, sagen sie, und entdecken Merkwürdiges. Da auch. Es qualmt aus der Decke. Das ist Staub. Wo kommt der aber her? Und warum riecht es hier so verkokelt? Ja, das ist Staub. Kommt der Geruch etwa von oben? Okay. Das müssen wir uns mal angucken. Daher weht der Wind. Suchen wir uns mal einen Weg raus aufs Dach. Teerarbeiten auf dem Dach. Servus. Kohle. Wer ist der Verantwortliche von euch? Zugführer Harald Trümpler will die Baugenehmigung sehen. Die braucht man hier am Flughafen. Wir haben hier unten halt ein bisschen Staub und ein bisschen Geruchseintrag hier ins Terminal rein. Es ist so, dass es unter der Lampe richtige Wolke gibt und die Leute natürlich ein bisschen verschreckt sind. Ne? Nur wer Deutsch versteht, darf hier arbeiten. Und wer den Brandschutz nicht beachtet, muss zahlen. 1.200 Euro, so die Sicherheitsbestimmungen. Unten in Bereitschaft, Kollege Andreas Kleinschmidt. Ja, also ich warte auf die Funkgespräche, die der Zugführer mir übermittelt. Und die fixiere ich dann handschriftlich auf diesem Gesprächsnachweis und übermittle den dann auch an die Sicherheitsleitstelle. Und da bei denen wird dann auch nochmal in einem Computer extra hinterlegt, welche Rückmeldung und welche Lage wir vor Ort da vorgefunden haben. Und gegebenenfalls kann ich auch nochmal Kräfte nachalarmieren. Weitere Kräfte sind hier nicht mehr nötig. Harald Trümpler hat die Baugenehmigung gesehen. Okay. Die Arbeiter ermahnt und die haben versprochen, besser aufzupassen. Zurück zur Wache. Jeder, der am Flughafen Auto fahren will, braucht einen Sonderführerschein. 1.400 Starts und Landungen täglich bedeuten Dauerhektik. Ich finde es schwieriger, wie in einer Großstadt zu fahren, weil da hat man einigermaßen geregelte Verhältnisse. Man hat eine gerade Straße mit Ampeln und so, wo das alles einigermaßen geregelt ist. Hier zwar auch, aber dadurch, dass man keine scharfen Abgrenzungen hat, sondern nur Bodenmarkierungen, ist es halt immer ein bisschen schwierig. Abenteuer Flughafen. Das ist es, was der studierte Ingenieur Harald Trümpler an seinem Job liebt. Hauptsächlich die Abwechslung. Es ist also kein Tag ist wie der andere. Wir haben immer wieder neue Situationen, auf die wir uns einstellen müssen. Wir müssen schnell reagieren auf Situationen, die für andere nicht mehr beherrschbar sind. Wir haben viel mit dem Luftverkehr zu tun, was auch an sich eine sehr faszinierende Welt ist. Wenn man da ein bisschen mehr in die Technik einsteigt, ist das an sich für mich schon faszinierend. Trümplers Kollegen sind auf der Vorfeldposition 118. Eine Pfütze Öl ist noch übrig geblieben, der Verursacher schon davongeflogen. Mit Granulat aufsaugen, den Rest mit Bindemittel auflösen. Rund 800 Mal im Jahr. Alltag für die Männer der Werkfeuerwehr. Zurück in der Wache. Endlich, nach 2 Stunden und 3 Einsätzen. Eine Flughafenfeuerwehr im Dauerstress. Ist das immer so? Ja, es gibt Tage an denen oder Wochen, in denen es sehr oft so ist wie heute. Und es gibt auch wieder zwischendrin Tage, an denen es sehr ruhig ist. Einsatzprotokolle schreiben, essen, trinken, kurz ausruhen. Das ist es, was die Männer der Wache 1 jetzt vorhaben. Der nächste Alarm kommt mit Sicherheit. Nur eine Frage der Zeit.
Ja, habe ich verstanden. Alles klar, bis dann. Ciao. So, wir befinden uns im Moment auf der Feuerwache 1. In diesem Bereich, Gebäude 694. Wir haben noch eine weitere Feuerwache, respektive zwei. Die Feuerwache 2 ist hier drüben, vor dem Terminal 1, im Vorfeldbereich. Und die Feuerwache 3 befindet sich ganz hier unten, im Süden. Das ist Bereich Startbahn 18 West. Unser Einsatzbereich ist ganz klar der Flughafen, ca. 19 Quadratkilometer Fläche. Und zusätzlich zu dem Bereich des Flughafens mit der Fracht, den Terminals, den Flugzeugabstellpositionen kommen wir oder fahren wir auch noch auf Anforderung in der nachbarschaftlichen Hilfe, so wie man das nennt, auf die Autobahn, auf die A5 und auf die A3 sowie die angrenzenden Bundesstraßen. Zum Beispiel bei Verkehrsunfällen. Zugführer 1, Trümpler. Kollegen sind am Telefon. Sie sind in Mannheim. Dort bergen sie eine Passagiermaschine schon die ganze Nacht. Der Flieger vom Typ Do328 ist am frühen Abend mit 26 Passagieren an Bord am Flughafen Mannheim über die Landebahn geschossen und in einen Schutzwall geprallt. 4 Leichtverletzte. Den Fluggästen steckt der Schreck noch in den Knochen. Ich habe vorne gesessen und habe gesehen, wie das Kerosin da rausgespritzt ist und es hat halt gedampft und ist halt auch ein bisschen Panik ausgebrochen. Es sind halt die Motoren noch gelaufen und bevor die Motoren nicht gestoppt sind, gibt es wenig Sinn, vorne auszusteigen. Und irgendwann ist hinten dann aufgemacht worden und dann sind die Leute hinten ausgestiegen. Gegen Mitternacht sind die Frankfurter Spezialisten der Flughafenfeuerwehr in Mannheim. Sie sollen die Propellermaschine aus dem Dreck ziehen und wieder aufstellen. Wenn ein Flugzeug eine Bruchlandung hinlegt, irgendwo auf dieser Welt, werden die Bergungsexperten oft um Hilfe gerufen. Auch mit der NATO hat die Flughafenfeuerwehr ein Abkommen. Verunglückt eine ihrer Maschinen, rücken die Hessen an. Zunächst wird der Schaden begutachtet. 35.000 Euro soll die Bergung kosten. Die Flughafenfeuerwehr finanziert sich unter anderem mit solchen Aufträgen. Bei Sonnenaufgang beginnt das Team. Mit dabei Tobias Demmler. Wie hebt man jetzt am besten so ein Flugzeug? Da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, ein Luftfahrzeug anzuheben. Und das müssen wir jetzt eben erstmal rausfinden. Wie jetzt auch bei der Do328 haben wir jetzt uns das alles angeschaut und haben uns jetzt also für eine Bergung mittels Kränen entschieden. Doch es gibt Probleme. Der Unfall ist schlimmer als vermutet. Die Do328 droht auseinanderzubrechen. Das wird hier noch Stunden dauern. Zurück am Flughafen Frankfurt. Jeden Tag testen die Männer die sogenannten Simbas. Korrekt heißen sie Großflughafenlöschfahrzeuge. In der Fabelwelt ist der Simba der König unter den Tieren. So ist dieser 46-Tonnen-Koloss der König unter den Löschfahrzeugen. Kostet schlappe 1,9 Millionen Euro. 5 davon stehen in Frankfurt. Der Löschoperator bedient die Kanonen. Die einzelnen Sprühbilder können wir einstellen, von ganz breit gefächert bis zum Vollstrahl. Wir haben hier 12.500 Liter Wasser an Bord. Dann haben wir 1.500 Liter Schaumittel und 500 Kilogramm Pulver. Das bei einer Pumpenleistung von 6.000 Liter pro Minute. Und da sind wir nach gut 2 Minuten sind wir leer. Die Stahlgiganten können einfach alles, auch durchs Feuer fahren. Sprühventile an allen Seiten schützen Mann und Simba. Zurück in der Wache 1. Holger Klein ist Brandmeister vom Dienst. So Martin, und du gehst dann wieder auf dein AB-Gas und dann haben wir erstmal für die, was alles getauscht war, alte Positionen. 200 Mitarbeiter hat die Flughafenfeuerwehr. Auf den Wachen arbeiten nur Männer. Also im Gesamte, auf allen drei Feuerwachen, brauchen wir 50 Mann im Dienst, um alle Funktionen zu besetzen. Und hier auf der Feuerwache 1 benötigen wir 22 Funktionen. Und wenn Leute fehlen, krank sind oder im Urlaub? Ja, dann müsste, ich sag mal übertrieben gesagt, wenn es den Flugzeugbrandschutz betreffen würde, der Flugverkehr eingestellt werden. Aber da das natürlich nicht passiert, werden die Leute dann aus der Freizeit geholt und werden ja zum Dienst verpflichtet. Im Klartext heißt das,
Ist die Feuerwehr nicht ausreichend besetzt, erlischt die Betriebserlaubnis für den Flughafen. So lauten die internationalen Gesetze. So, hier in den Bereich, im Ostbereich und im Westbereich, hier drüben, haben wir unsere Ruheräume, wo wir uns dann auch zur Nachtruhe begeben können. Weil es heißt extra Ruheräume, weil ein Feuerwehrmann schläft nicht, der ruht nur. Weil auch nachts haben wir die Einsatzzeit und Ausrückezeit von einer Minute einzuhalten. In jedem Raum sind zwei Betten, die teilen wir uns jeweils mit der anderen Wachabteilung. Praktisch der, der nach Hause geht, zieht ab und wir ziehen dann wieder. Da hängt man außen an die Tür sein Magnetschildchen, dann weiß man auch, wer wo liegt, dass man zur Not auch einen wecken kann. Und bevor es nachts gongt, geht vorher das Licht an. Ist das eigentlich ziemlich anstrengend, immer so unruhig zu schlafen? Ja, deswegen kann man auch sagen, Feuerwehrmann ruht eher, weil richtiges Schlafen ist das nicht, weil man hat immer ein Auge auf 7:30. Und bei den meisten Kollegen ist es auch so, wenn das Licht angeht, nur das Knacken der Leuchtstoffröhren, hat man schon die Füße vom Bett. Und bis es gongt, hat man schon die Hose oben und geht Richtung Fahrzeughalle. Das Kantinenessen mögen sie nicht, da kochen sie lieber selbst. Macht Spaß und unterstützt die Moral der Truppe. Das einzige Feuer, das sie tolerieren, ist das im Grill auf Wache 1. Zwei Schichten gibt es bei der Flughafenfeuerwehr. Eine Schicht läuft 24 Stunden, dann haben sie 24 Stunden frei. Gerade der Schichtdienst ist es, der so manche Ehe hat abbrennen lassen. Viele der Männer sind geschieden. Die Steaks müssen warten. In 2,5 Minuten müssen die Retter jede Ecke des Flughafens erreichen. Sonst erlischt auch die Betriebserlaubnis für den Airport. Die internationalen Vorschriften eben. Diesmal ist es ein Gefahrguteinsatz auf dem Vorfeld. Kilo wiegt die Ausrüstung. Bei Gefahrgutunfällen Pflicht. Nur wer sportlich fit ist, darf bei der Flughafenfeuerwehr ran. Wenn Sie so hören, so ein Einsatz mit Gift, kriegt man da nicht ein bisschen Angst? Ja, hat man schon. Ein bisschen komisch gefühlt schon, ja, das stimmt, ja. Es ist detailliert als der GR. Also auf die was. Aus dem Karton läuft eine zähe Flüssigkeit. Gefahrgut steht drauf, mehr nicht. Also wir müssen aufpassen, sehr vorsichtig sein und öffnen und gucken, was los ist. Ne? Wir gehen mal Stück in Deckung. Alles klar. Ebola-Viren im Kühlbehälter, ausgelaufene Säuren, Bakterien, Radioaktivität. Fast die ganze Palette an gefährlichen Stoffen haben sie schon erlebt. Ohne Atemschutz bist du schon tot und weißt es noch nicht, sagen die Männer unter der Maske. Manche Gifte kann man nicht riechen oder schmecken. Am Flughafen Frankfurt ist alles möglich. Hier kommt die Welt zusammen, auch der giftige Teil. In diesem Fall hilft nur eins, öffnen. Verfaultes Obst. Der Karton sollte nach Paris. Gucken wir, dass da irgendeiner was transportiert hat, ne? Ja, schippt mal aus. Also das sieht aus wie Südfrüchte, ne? Es riecht auch sehr vergoren. Wir müssen jetzt aufpassen, dass da irgendeiner versucht hat, Rauschgift oder irgendwas zu transportieren. Also wir gucken jetzt genau nach, was da noch drin sein könnte, ne? Rauschgift im verfaulten Obst, damit die Hunde vom Zoll es nicht riechen. Hatten sie auch schon, erzählen sie. Das sind Dinge, die wir immer wieder erleben. Im Gepäck zum Beispiel verdorbener Fisch oder ähnliches, das haben wir alles schon erlebt. 250 Gefahrguteinsätze pro Jahr, Tendenz steigend. Dieser Fall endet im Mülleimer, ohne Rauschgift. In Mannheim geht die Flugzeugbergung dem Ende entgegen. Das ist wohl der letzte Flug der DO-328 am Kranseil. Die Maschine, Totalschaden. Der Motor, Schrott. Und auf die Reifen, naja, kommt es jetzt auch nicht mehr an. Die Experten der Frankfurter Flughafenfeuerwehr montieren ein Ersatzfahrgestell. So kann die Maschine in den Hangar gezogen werden. Für das Bergungsteam ist der Auftrag gleich erfolgreich beendet. Die Kollegen in Frankfurt werden informiert. In 30 Minuten sind wir hier fertig und kommen zurück.
Das Luftfahrtbundesamt kümmert sich jetzt um die Unfallursache. Den Schaden von 10 Millionen Euro inklusive Bergung übernimmt die Versicherung der Fluggesellschaft. Feuer in einem Airbus A320 auf dem Frankfurter Flughafen. We have a fire on an Airbus A320. Fire between fuselage and engine number 1 and 2. Both turns in operating position. Turret. Go. Rauch, Flammen, die Passagiere in akuter Lebensgefahr. Wir sind bei einer Übung. Bumper turned. Go. Think about insulate and isolate tactics. Stefan Syring ist Ausbilder. Er trainiert Kollegen aus der ganzen Welt, zeigt ihnen das richtige und schnelle Löschen von Flugzeugen. 50%. Heute üben zwei Slowenen. Cool down, cool down the fuel spill, cool down. Cool it down, more water. Your operation, roof turned, was excellent. Stefan Syring ist mit dem ersten Durchlauf zufrieden. Trotzdem, gleich nochmal das Ganze. Zur gleichen Zeit nur einige Meter entfernt. An einer der größten Brandsimulationsanlagen der Welt üben weitere Kollegen aus Slowenien. Sie sollen Passagiere aus dem brennenden Flugzeugnachbau retten. Solche Trainingskurse bietet die Flughafenfeuerwehr nicht nur hier in Frankfurt, sondern weltweit. Das Feuer wird mit Gas erzeugt. Überall an der Anlage sind Sensoren gesteuert von einem Computer. Er entscheidet, ob richtig gelöscht wird und wann das Feuer ausgehen kann. Im Flieger ist es eng, das Feuer peitscht aus den Gepäckfächern. Überall Koffer und Puppen, sie wiegen bis zu 80 Kilo. Die Übung soll, ja sie muss so realistisch wie möglich sein, damit die Retter spüren, was im Ernstfall auf sie zukommt. Nach 15 Minuten gehen in der Brandsimulationsanlage die letzten Flammen aus. Alle Passagiere, Puppen, sind gerettet. Das ist ein Knochenjob und für die meisten ausländischen Kollegen eine Erfahrung, die sie so noch nie gemacht haben. Lob vom Ausbilder, übersetzt von einer Dolmetscherin. Ja, der Name Feuerwehrtrainingscenter hat sich etabliert im Laufe der Jahre. Wir haben immer mehr Gäste aus dem internationalen Bereich als auch national. Also die deutschen Flughäfen sind unsere Kunden, als auch Kunden aus Saudi-Arabien, Abu Dhabi, Doha, Katar, Litauen oder wie hier aus Slowenien. Start Pump Engine. Activate roof turret and bumper turret. Start. Am Frankfurter Großflughafen müssen über 32.000 Liter Wasser immer einsatzklar und in 3 Minuten am Unfallort sein. Roof turret operator, go! Und 11.500 Liter Wasser müssen pro Minute auf ein brennendes Flugzeug gespritzt werden. Garantiert. Sonst, wir ahnen es, erlischt die Betriebserlaubnis. Die internationalen Vorschriften mal wieder. Mit den Simbas aber kein Problem. 5 Löschfahrten macht Ausbilder Stefan Syring mit seinen Schülern heute. And throw it away. Excellent job. Sind Sie zufrieden? Ich bin sehr zufrieden. Es ist jetzt die 3. Anfahrt gewesen, die wir durchgeführt haben. Und ich kann durchaus sagen, dass die beiden Männer hier ihre Arbeit beherrschen. Und das Ausbildungsziel ist hier erreicht. Und das Ergebnis wollen die Ausbilder nach jedem Training. Gerüstet zu sein für den Ernstfall, der hoffentlich niemals eintritt. Es wird Nacht am Frankfurter Flughafen, aber kaum ruhiger. Die Punkte am Himmel, Flugzeuge im Landeanflug. Ja. Mehrere Kilo Steaks und zig Bratwürste später. In der Wache 1 ist Ruhe eingekehrt. Der Magen arbeitet jetzt und das geht am besten vorm Fernseher. Zu Hause bei Christel und Karl Ullmann in Solms. Der andere Teil der Mannschaft schläft. Nicht lange.
Wir haben Feuermeldeeinlauf, Feuermelder 2510, Feuermelder 2510. Die Leitstelle zwischen Terminal 1 und 2. Hier gehen alle Notrufe am Flughafen ein. Aus von der Feuerwache 1, der 3139. Es geht zum Melder 2140, Gebäude 207, Flugzeug B-West. Ich wiederhole, Einsatz für den 6110, den 6223 und den 6139. Es geht zum Gebäude 207, Flugzeug B-West, der Melder 2140. Und dann? So, was hat er gesagt? Anfahrt und Kern? Kern 13. 30 Sekunden nach dem Notruf müssen die Retter angezogen und auf dem Weg zum Einsatzort sein. Sonst Schluss mit der Betriebserlaubnis für den Flughafen. Die internationalen Vorschriften kennen wir. Alle drei Jahre müssen die Männer der Flughafenfeuerwehr zum Gesundheitscheck. Wer den nicht besteht, ist raus. Wenn der Ausbau für den Frankfurter Flughafen kommt, müssen 100 neue Feuerwehrleute eingestellt werden. Sonst erlischt, ja, wir haben verstanden, die Betriebserlaubnis. Die Feuerwehr sucht jetzt Männer wie Frauen für 1.800 bis 4.000 Euro brutto im Monat. Reich wird hier keiner. Ein Brandmelder im Terminal 2 hat Alarm geschlagen. Ja, zumindest funktioniert unsere Brandfallsteuerung. Okay. Der Fall ist klar. Wunderbar. Sehr nett. Ausgelöst die Linie 3033, der Melder 7. Ausgelöst wurde der Linearmelder durch eine Hebebühne. Das heißt, alles kann nach Hause. So sieht's aus. Könnt ihr mal hier rüberfahren zu mir? Da muss ich nicht so laut schreien. Was jetzt folgt, ist für die Fensterputzer eine Lehrstunde in Sachen Brandschutz. Mit euch hat keiner gesprochen über diese Linearmelder, die hier drin hängen, oder? Nee. Das sind überall die Kästchen mit den grünen LEDs hier. Was zeigen die? Das sind Rauchmelder. Das heißt, das da ist ein Sender, da drüben ist ein Reflektor, Sender, Empfänger. Und wenn ihr mit der Hebebühne da reinfahrt, dann löst ihr das Ding aus. Okay, das heißt, wenn ihr hier arbeitet, dann muss die Anlage abgeschaltet werden. Jetzt fahren auch, wie man sieht, fahren jetzt auch die Rauchschutzvorhänge wieder hoch. Das muss euch ja eigentlich aufgefallen sein, dass auf einmal die Dinger hier runterfahren. Und vor allen Dingen ist es auf einmal laut geworden, oder? Dieses Dieses Entrauch, die Entrauchung ist das, ne? Der große Ventilator. Zugchef Harald Trümpler drückt ein Auge zu. Den Einsatz gab es umsonst. Es geht zurück. Am Terminal 2 steht ein Simba-Wache. Ein Jumbo mit 400 Passagieren ist zwischengelandet und braucht Kerosin. Normalerweise müssen alle aussteigen, wenn der Vogel Sprit bekommt. Weil die Feuerwehr da ist, können aber alle sitzen bleiben. Zurück zur Wache. Während unserer Dreharbeiten werden die Männer in dieser Nacht 8-mal alarmiert. Schlafen unmöglich. 8 Uhr morgens. Schichtwechsel. Jetzt sind die Kollegen aus der zweiten Schicht dran. Für die nächsten 24 Stunden. Guten Morgen, Jens. Moin. Alles klar? Die Übergabe fällt kurz aus. Wieder einmal Großalarm. Wieder eine Notlandung. Die dritte in dieser Woche. Der Flughafen kommt nie zur Ruhe. Es sei denn, die Betriebserlaubnis erlischt. Aber das haben die Männer der Flughafenfeuerwehr Frankfurt ja fest im Griff. Wir haben hier ohne halt ein bisschen Staub und ein bisschen Geruchseintrag hier ins Terminal rein. Es ist so, dass es unter der Lampe richtige Wolke gibt und die Leute natürlich ein bisschen verschreckt sind. Ne? Nur wer Deutsch versteht, darf hier arbeiten. Und wer den Brandschutz nicht beachtet, muss zahlen. 1.200 Euro, so die Sicherheitsbestimmungen. Unten in Bereitschaft, Kollege Andreas Kleinschmidt.
Ja, also ich warte auf die Funkgespräche, die der Zugführer mir übermittelt. Und die fixiere ich dann handschriftlich auf diesem Gesprächsnachweis und übermittle den dann auch an die Sicherheitsleitstelle. Und da bei denen wird dann auch nochmal in einem Computer extra hinterlegt, welche Rückmeldung und welche Lage wir vor Ort da vorgefunden haben. Und gegebenenfalls kann ich auch nochmal Kräfte nachalarmieren. Weitere Kräfte sind hier nicht mehr nötig. Harald Trümpler hat die Baugenehmigung gesehen. So. Okay. Die Arbeiter ermahnt und die haben versprochen, besser aufzupassen. Zurück zur Wache. Jeder, der am Flughafen Auto fahren will, braucht einen Sonderführerschein. 1400 Starts und Landungen täglich bedeuten Dauerhektik. Ich finde es schwieriger, wie in der Großstadt zu fahren, weil da hat man einigermaßen geregelte Verhältnisse. Man hat eine gerade Straße mit Ampeln und so, wo das alles einigermaßen geregelt ist. Hier zwar auch, aber dadurch, dass man keine scharfen Abgrenzungen hat, sondern nur Bodenmarkierungen, ist es halt immer ein bisschen schwierig. Abenteuer Flughafen. Das ist es, was der studierte Ingenieur Harald Trümpler an seinem Job liebt. Hauptsächlich die Abwechslung. Es ist also kein Tag ist wie der andere. Wir haben immer wieder neue Situationen, auf die wir uns einstellen müssen. Wir müssen schnell reagieren auf Situationen, die für andere nicht mehr beherrschbar sind. Wir haben viel mit dem Luftverkehr zu tun, was auch an sich eine sehr faszinierende Welt ist. Wenn man da ein bisschen mehr in die Technik einsteigt, ist das an sich für mich schon faszinierend. Trümplers Kollegen sind auf der Vorfeldposition 118. Eine Pfütze Öl ist noch übrig geblieben, der Verursacher schon davongeflogen. Mit Granulat aufsaugen, den Rest mit Bindemittel auflösen. Rund 800 Mal im Jahr. Alltag für die Männer der Werkfeuerwehr. Zurück in der Wache. Endlich. Nach 2 Stunden und 3 Einsätzen. Eine Flughafenfeuerwehr im Dauerstress. Ist das immer so? Ja, es gibt Tage an denen oder Wochen, in denen es sehr oft so ist wie heute. Und es gibt auch wieder... Trümpler ist Einsatzleiter bei der größten Werkfeuerwehr Europas. Also, wir haben jetzt einen sogenannten Local Standby. Das heißt, eine angekündigte Notlage, eine Luftnotlage eines Flugzeugs. Das ist eine 737, die haben ein Problem mit Vereisung. Und deshalb kommen sie zurück hierher zum Flughafen Frankfurt. Die Maschine ist erst vor wenigen Minuten in Frankfurt gestartet. Plötzlich leuchteten die Warnlampen im Cockpit. Wir sind jetzt in der sogenannten Standby-Position vor der Feuerwache 2. Und draußen sieht man den zweiten Löschzug, den ICAO-Löschzug. Wir fahren jetzt da draußen im Start- und Landebahnsystem auf eine weitere Standby-Position und warten dann da die Landung des Flugzeugs. Also hat er Icing-Probleme und das ist die nächste Landung, um die es sich handelt, auf der Nordbahn. Nach der Landung mit Arbeiterkommen nicht an. Da kommt sie, die 737. 112 Passagiere. Eigentlich sieht alles ganz normal aus. Ja, das lief gut. Harald Trümpler ist erleichtert. Die Feuerwehr lässt die Maschine aber nicht aus den Augen, bis zur Parkposition, zur Sicherheit. Es kann eine gefährliche Situation sein für das Flugzeug, gerade in größerer Höhe, beziehungsweise beim Start und bei der Landung, wenn man so Wolkenschichten, feuchte Luftmassen durchquert und die Enteisung der Tragflächen nicht funktioniert. Da kann sich Eis an die Tragflächen und an die Ruder ansetzen und das kann zu einer gefährlichen Situation führen. Keine Maßnahmen von uns, wir stimmen uns noch mit der Technik ab und lösen dann auf. Alles nochmal gut gegangen. Not- bzw. Sicherheitslandungen wie diese gehören zum Alltag am Frankfurter Flughafen. 2 pro Woche sind normal. Es trifft zwar selten die Lufthansa, aber vor technischen Defekten kann sich keine Airline schützen. Der Pilot hat richtig reagiert.
Kein Risiko, keine Gefahr für die Passagiere. Beim kleinsten Problem lieber sofort landen. Da ist die Lufthansa schon sehr streng. Sie gehört zu den sichersten Airlines der Welt, sagen die Retter. Die Passagiere steigen um in eine Ersatzmaschine. Der Löschzug rückt ab. Für Harald Trümpler aber geht's weiter. Schon wieder ein Notruf. Er hat jetzt bei dem technischen Einsatz. 23. Beim technischen Einsatz leider nachgefragt, ob wir frei wären für einen weiteren Einsatz. Das hat er bejaht und jetzt kriegen wir einen neuen Auftrag. Der dritte Alarm heute, innerhalb einer Stunde. 04 erst. Und da sind wir nach gut 2 Minuten sind wir leer. Die Stahlgiganten können einfach alles. Auch durchs Feuer fahren. Sprühventile an allen Seiten schützen Mann und Simba. Zurück in der Wache 1. Holger Klein ist Brandmeister vom Dienst. So, Martin, und du gehst dann wieder auf dein AB-Gas und dann haben wir erstmal für die, was alles getauscht war, alte Positionen. 200 Mitarbeiter hat die Flughafenfeuerwehr. Auf den Wachen arbeiten nur Männer. Also im Gesamte, auf allen 3 Feuerwachen brauchen wir 50 Mann im Dienst, um alle Funktionen zu besetzen. Und hier auf der Feuerwache 1 benötigen wir 22 Funktionen. Und wenn Leute fehlen, krank sind oder im Urlaub? Ja, dann müsste, ich sag mal übertrieben gesagt, wenn es den Flugzeugbrandschutz betreffen würde, der Flugverkehr eingestellt werden. Aber da das natürlich nicht passiert, werden die Leute dann aus der Freizeit geholt und werden ja zum Dienst verpflichtet. Im Klartext heißt das, ist die Feuerwehr nicht ausreichend besetzt, erlischt die Betriebserlaubnis für den Flughafen. So lauten die internationalen Gesetze. So, hier in den Bereichen, im Ostbereich und im Westbereich, hier drüben, haben wir unsere Ruheräume, wo wir uns dann auch zur Nachtruhe begeben können. Weil es heißt extra Ruheräume, weil ein Feuerwehrmann schläft nicht, der ruht nur. Weil auch nachts haben wir die Einsatzzeit und Ausrückezeit von 1 Minute einzuhalten. In jedem Raum sind 2 Betten, die teilen wir uns jeweils mit der anderen Wachabteilung. Praktisch der, der nach Hause geht, zieht ab und wir ziehen dann wieder. Da hängt man außen an die Tür sein Magnetschildchen, dann weiß man auch, wer wo liegt, dass man zur Not auch einen wecken kann. Und bevor es nachts gonkt, geht vorher das Licht an. Ist das doch eigentlich ziemlich anstrengend, immer so unruhig zu schlafen? Ja, deswegen kann man auch sagen, Feuerwehrmann ruht eher, weil richtiges Schlafen ist das nicht, weil man hat immer ein Auge auf 7:30. Und bei den meisten Kollegen ist es auch so, wenn das Licht angeht, nur das Knacken der Leuchtstoffröhren, hat man schon die Füße vom Bett. Und bis es gongt, hat man schon die Hose oben und geht Richtung Fahrzeughalle. Das Kantinenessen mögen sie nicht, da kochen sie lieber selbst. Macht Spaß und unterstützt die Moral der Truppe. Das einzige Feuer, das sie tolerieren, ist das im Grill auf Wache 1. Schön. 2 Schichten gibt es bei der Flughafenfeuerwehr. Eine Schicht läuft 24 Stunden, dann haben sie 24 Stunden frei. Gerade der Schichtdienst ist es, der so manche Ehe hat abbrennen lassen. Viele der Männer sind geschieden. Die Steaks müssen warten. 120 auf dem Frankfurter Flughafen. We have a fire on an Airbus A320. Fire between fuselage and engine number 1 and 2. Both turns in operating position. Turn. Go. Rauch, Flammen, die Passagiere in akuter Lebensgefahr. Wir sind bei einer Übung. Bumper turned. Go. Think about insulate and isolate tactics. Stefan Syring ist Ausbilder. Er trainiert Kollegen aus der ganzen Welt, zeigt ihnen das richtige und schnelle Löschen von Flugzeugen. 50%. Heute üben 2 Slowenen. Cool down the fuel spill, cool down. Cool it down, more water. Your operation, roof turned, was excellent. Stefan Syring ist mit dem ersten Durchlauf zufrieden. Trotzdem, gleich nochmal das Ganze. Zur gleichen Zeit nur einige Meter entfernt. An einer der größten Brandsimulationsanlagen der Welt üben weitere Kollegen aus Slowenien. Sie sollen Passagiere aus dem brennenden Flugzeugnachbau retten. Solche Trainingskurse bietet die Flughafenfeuerwehr nicht nur hier in Frankfurt, sondern weltweit.
Das Feuer wird mit Gas erzeugt. Überall an der Anlage sind Sensoren gesteuert von einem Computer. Er entscheidet, ob richtig gelöscht wird und wann das Feuer ausgehen kann. Im Flieger ist es eng, das Feuer peitscht aus den Gepäckfächern. Überall Koffer und Puppen, sie wiegen bis zu 80 Kilo. Die Übung soll, ja sie muss so realistisch wie möglich sein, damit die Retter spüren, was im Ernstfall auf sie zukommt. Nach 15 Minuten gehen in der Brandsimulationsanlage die letzten Flammen aus. Alle Passagiere, Puppen, sind gerettet. Das ist ein Knochenjob und für die meisten ausländischen Kollegen eine Erfahrung, die sie so noch nie gemacht haben. Lob vom Ausbilder, übersetzt von einer Dolmetscherin. Ja, der Name Feuerwehr Trainingscenter hat sich etabliert im Laufe der Jahre. Wir haben immer mehr Gäste aus dem internationalen Bereich als auch national. Also die deutschen Flughäfen sind unsere Kunden, als auch Kunden aus Saudi-Arabien, Abu Dhabi, Doha, Katar, Litauen oder wie hier aus Slowenien. Start Pump Engine. Activate Roof Turret and Bumper Turret. Start. Platzfahrgestell. So kann die Maschine in den Hangar gezogen werden. Für das Bergungsteam ist der Auftrag gleich erfolgreich beendet. Die Kollegen in Frankfurt werden informiert. In 30 Minuten sind wir hier fertig und kommen zurück. Das Luftfahrtbundesamt kümmert sich jetzt um die Unfallursache. Den Schaden von 10 Millionen Euro inklusive Bergung übernimmt die Versicherung der Fluggesellschaft. Feuer in einem Airbus A320 auf dem Frankfurter Flughafen. We have a fire on an Airbus A320. Fire between fuselage and engine number 1 and 2. Both turns in operating position. Turn. Go. Rauch, Flammen, die Passagiere in akuter Lebensgefahr. Wir sind bei einer Übung. Bumper turned. Go. Think about insulate and isolate tactics. Stefan Syring ist Ausbilder. Er trainiert Kollegen aus der ganzen Welt, zeigt ihnen das richtige und schnelle Löschen von Flugzeugen. 50%. Heute üben zwei Slowenen. Cool down, cool down the fuel spill, cool down. Cool it down, more water. Your operation, roof turned, was excellent. Stefan Syring ist mit dem ersten Durchlauf zufrieden. Trotzdem, gleich nochmal das Ganze. Zur gleichen Zeit nur einige Meter entfernt. An einer der größten Brandsimulationsanlagen der Welt üben weitere Kollegen aus Slowenien. Sie sollen Passagiere aus dem brennenden Flugzeugnachbau retten. Solche Trainingskurse bietet die Flughafenfeuerwehr nicht nur hier in Frankfurt, sondern weltweit. Das Feuer wird mit Gas erzeugt. Überall an der Anlage sind Sensoren gesteuert von einem Computer. Er entscheidet, ob richtig gelöscht wird und wann das Feuer ausgehen kann. Im Flieger ist es eng, das Feuer peitscht aus den Gepäckfächern. Überall Koffer und Puppen, sie wiegen bis zu 80 Kilo. Die Übung soll, ja sie muss so realistisch wie möglich sein, damit die Retter spüren, was im Ernstfall auf sie zukommt. Nach 15 Minuten gehen in der Brandsimulationsanlage die letzten Flammen aus. Alle Passagiere, Puppen, sind gerettet. Das ist ein Knochenjob und für die meisten ausländischen Kollegen eine Erfahrung, die sie so noch nie gemacht haben. Ein Luftfahrzeug anzuheben und das müssen wir jetzt eben erstmal rausfinden. Wie jetzt auch bei der DO 328 haben wir jetzt uns das alles angeschaut und haben uns jetzt also für eine Bergung mittels Kränen entschieden. Doch es gibt Probleme. Der Unfall ist schlimmer als vermutet. Die DO 328 droht auseinanderzubrechen. Das wird hier noch Stunden dauern.
Zurück am Flughafen Frankfurt. Jeden Tag testen die Männer die sogenannten Simbas. Korrekt heißen sie Großflughafen-Löschfahrzeuge. In der Fabelwelt ist der Simba der König unter den Tieren. So ist dieser 46-Tonnen-Koloss der König unter den Löschfahrzeugen. Kostet schlappe 1,9 Millionen Euro. 5 davon stehen in Frankfurt. Der Löschoperator bedient die Kanonen. Die einzelnen Sprühbilder können wir einstellen. Von ganz breit gefächert bis zum Vollstrahl. Wir haben hier 12.500 Liter Wasser an Bord. Dann haben wir 1.500 Liter Schaumittel und 500 Kilogramm Pulver. Das bei einer Pumpenleistung von 6.000 Liter pro Minute. Und da sind wir nach gut 2 Minuten sind wir leer. Die Stahlgiganten können einfach alles, auch durchs Feuer fahren. Sprühventile an allen Seiten schützen Mann und Simba. Zurück in der Wache 1. Holger Klein ist Brandmeister vom Dienst. So, Martin, und du gehst dann wieder auf dein AB-Gas und dann haben wir erstmal für die, was alles getauscht war, alte Positionen. 200 Mitarbeiter hat die Flughafenfeuerwehr. Auf den Wachen arbeiten nur Männer. Also im Gesamte, auf allen 3 Feuerwachen, brauchen wir 50 Mann im Dienst, um alle Funktionen zu besetzen. Und hier auf der Feuerwache 1 benötigen wir 22 Funktionen. Und wenn Leute fehlen, krank sind oder im Urlaub? Ja, dann müsste, ich sag mal übertrieben gesagt, wenn es den Flugzeugbrandschutz betreffen würde, der Flugverkehr eingestellt werden. Aber da das natürlich nicht passiert, werden die Leute dann aus der Freizeit geholt und werden ja zum Dienst verpflichtet. Im Klartext heißt das, ist die Feuerwehr nicht ausreichend besetzt, erlischt die Betriebserlaubnis für den Flughafen. So lauten die internationalen Gesetze. So, hier in den Bereichen, im Ostbereich und im Westbereich, hier drüben, haben wir unsere Ruheräume, wo wir uns dann auch zur Nachtruhe begeben können. Weil es heißt extra Ruheräume, weil ein Feuerwehrmann schläft nicht, der ruht nur. Weil auch nachts haben wir die Einsatzzeit und Ausrückezeit von 1 Minute einzuhalten. In jedem Raum sind 2 Betten. Die teilen wir uns jeweils mit der anderen Wachabteilung. Guten Morgen, Frau Ullmann. Guten Morgen, Charlie. Zu Hause bei Christel und Karl Ullmann in Solms. Der andere Teil der Mannschaft schläft. Nicht lange. Wir haben Feuermeldeeinlauf, Feuermelder 2510, Feuermelder 2510. Die Leitstelle zwischen Terminal 1 und 2. Hier gehen alle Notrufe am Flughafen ein. Von der Feuerwache 1 der 3139. Es geht zum Melder 2140. Gebäude 207, Flugzeug B West. Ich wiederhole, Einsatz für den 6110, den 6223 und den 6139. Es geht um Gebäude 207. So, was hat er gesagt? Anfahrt und Kern? 30 Sekunden nach dem Notruf müssen die Retter angezogen und auf dem Weg zum Einsatzort sein. Sonst Schluss mit der Betriebserlaubnis für den Flughafen. Die internationalen Vorschriften kennen wir. Alle 3 Jahre müssen die Männer der Flughafenfeuerwehr zum Gesundheitscheck. Wer den nicht besteht, ist raus. Wenn der Ausbau für den Frankfurter Flughafen kommt, müssen 100 neue Feuerwehrleute eingestellt werden. Sonst erlischt, ja, wir haben verstanden, die Betriebserlaubnis. Die Feuerwehr sucht jetzt Männer wie Frauen für 1.800 bis 4.000 Euro brutto im Monat. Reich wird hier keiner. Ein Brandmelder im Terminal 2 hat Alarm geschlagen. Ja, zumindest funktioniert unsere Brandfallsteuerung. Okay. Der Fall ist klar. Wunderbar. Sehr nett. Ausgelöst die Linie 3033, der Melder 7. Ausgelöst wurde der Linearmelder durch eine Hebebühne. Das heißt, alles kann nach Hause. So sieht's aus. Könnt ihr mal hier rüberfahren zu mir? Da muss ich nicht so laut schreien. Was jetzt folgt, ist für die Fensterputzer eine Lehrstunde in Sachen Brandschutz.
Mit euch hat keiner gesprochen über diese Linearmelder, die hier drin hängen, oder? Nein. Nee. Das sind überall die Kästchen mit den grünen LEDs hier. Was bezwecken die? Das sind Rauchmelder. Das heißt, das da ist ein Sender, ja. Da drüben ist ein Reflektor, Sender, Empfänger. Und wenn ihr mit der Hebebühne da reinfahrt, dann löst ihr das Ding aus. Okay. Das heißt, wenn ihr hier arbeitet, dann muss die Anlage abgeschaltet werden. Jetzt fahren auch, wie man sieht, fahren jetzt auch die Rauchschutzvorhänge wieder hoch. Das muss euch ja eigentlich aufgefallen sein, dass auf einmal die Dinge...